Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Skyblock 3. Ja, beim letzten Mal haben wir hier sozusagen den ersten Teil von Botania aufgebaut. Was ich auch schon jetzt festgestellt habe, das Zeug verbreitet sich weiter, wenn man auch nur normal die Stecken hinstellt. Finde ich total interessant. Lasse ich jetzt einfach mal laufen, bis wir die mal abreißen und dann hinten hinzufügen. Was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall die Mana-Spreader bzw. die Mana-Produktion. Jetzt muss ich mal als erstes gucken, kriege ich ein Mana-Tablet hin? Gibt es überhaupt noch? Fragen über Fragen. Dafür brauche ich eine Mana-Perle. Muss ich mal gucken, was ich eher da habe. Enderperlen oder Diamanten? Gehen wir mal nach unten. Weiß es nicht. Wieder bei Erde gesagt, ich nehme Diamanten. Nehmen wir einen Diamanten mit. Hoffen wir mal, dass er überhaupt sich umwandelt. Bei Enderperlen habe ich hier keine mehr. Ich habe gedacht, ich hatte noch mehr, aber nö. So, kriege ich dich da rein? Jawohl. Dann brauchen wir Living Rock. Da brauche ich jetzt 8 Stück von. So, habe ich ein Mana-Tablet? Kommt jetzt mal das Ding weg. Brauche ich dich? So, ein bisschen Mana drin. Und dann räumen wir mal alles raus. So, kommt noch, lässt du das so hin? Und ich brauche jetzt Erde. So, und ich brauche jetzt auf jeden Fall für die schönen Blümchen. Für die Endoflames bräuchte braun, rot und grau. So, braun brauche ich weiß und gelb. Weiß habe ich schon. Gelb brauche ich weiß und Seeds. So viel zu, wir lassen das jetzt mal stehen. Nein, wir räumen das jetzt weg. Das ist jetzt nämlich wichtig, weil das macht jetzt Sinn, dass man das jetzt alles schnell hinkriegen. So, wir weisen. Okay. Das Melon? Ja. Hahaha. Nee, geht nicht.
So, da kommen wir schnell dorthin. So, jetzt passt's. Sehr schön, wir haben Gelb. So, jetzt muss ich mal nur mal gucken. So, weiß. Ich muss mal schnell jetzt mal da schnell alle durchgehen. Also, die haben wir schon. Okay, aber da brauche ich noch Schwarz. Schwarz macht man mit Sugarcane und Braun. Habe ich auch noch nicht. Ja, nicht, dass ich jetzt noch irgendwas bräuchte. Braun macht man mit. Nee. Gut, von weg. Aber wir gießen uns Rasen. Kommen die auch gleich weg? Und das ist jetzt vor allem wichtig, dass wir jetzt die kriegen. Dann machen wir die jetzt auch gleich. Und jetzt ziehe ich die auch gleich hoch. Also ich brauche auf jeden Fall Rot. Ich brauche Rot, ich brauche Braun und ich brauche Grau, glaube ich, ne? Grau brauche ich ja noch. Ja, das heißt Schwarz. Ja, Braun brauche ich sowieso. Sache, das geht jetzt mal ein wenig schneller. Na komm. Bin gerade beim Überlegen, ob ich einfach nicht die durchklopf. Wow. Also nein, den einfach mal nein. Na komm. Bin ja auch schon beim Überlegen, aber ich brauche noch eine Pumpe, ne? Aber ich könnte gleich was anders machen. Ja, das machen wir auch gleich. Und zwar, wir werden gleich die ersten Endoflames aufstellen. Oh, 986. Ah, weil dann können wir schon mal Mana produzieren. Na, wenigstens einer, der wo gleich komplett anwächst. Muss auf jeden Fall nochmal runter, weil ich brauche Kohle. So, wir haben 986, also es muss mindestens, also ich sag mal 10. Und am hinten am besten mal 8er. Jawohl. Sind 3 Punkte. Kann ich mit leben. Soll das Zeug gießen und nicht irgendwelche Sticks dahin klatschen.
Wenn ich jetzt Glück hab, dann bin ich 10, 10, 10. Aber ich und Glück, ne? Haha. Ja, ich und Glück. Bei sowas habe ich Glück. Nicht wenn es um Blöcke geht. Da habe ich dann Pech. So. Bevor ich irgendwas anders mache. Schneiden. Schneiden. Noch eine. Den lasse ich da. Ich pflanze ich gleich an. Dann brauche ich jetzt von dir die zwei weißen. Ich merke schon wieder, ich kann nicht davon ablassen. Ne? Also, ich wollte schon lang ins Bett. Irgendwann war die Nacht rum sein und dann, ach scheiße, ich wollte ins Bett. Und ja, ich mache die End of Flames, dass wir schon mal anfangen können, ein bisschen Mana zu produzieren. Ja, nee. Warum? Ich muss mir auf jeden Fall jetzt dann mal gucken, was ich jetzt dann an Pipes machen kann. Aktuell Addition. Soweit ich weiß, kann das nämlich auch. Ich muss ja nicht wissen, wie es funktioniert, ne? Hauptsache, die Blumen wissen, wie es funktioniert. Schauen wir mal. Auch total witzig. So, das heißt jetzt, ich brauche mal schnell die Endos. Dann zwei, vier, fünf. Genau. Doch, das hat sogar gestimmt. So, jetzt brauche ich aber schnell nochmal eine Schüssel. Da kommst du dahin. So, ich brauche gleich nochmal einen. Nein. Ich mach mal gleich vier. So, weil hier kommt der Mana Spreader hin. Und der soll eigentlich hierher sprayen. Und dann habe ich hier meine drei Mana Pools. So, dann schauen wir mal, was ich dafür brauche. Mana Pools habe ich hier. Mana Splitter, dafür brauche ich Mana Steel Ingots. Die habe ich noch nicht.
So, wir reißen die mal nochmal ab. Jetzt haben sie es ja wenigstens schon mal erkannt. Hehe. Sag ich doch. Ich muss nicht wissen, was es ist. Die da müssen wissen, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich habe es ja rausgenommen. Okay, also. Mystical Brown Seed. Sehr schön. Also, Braun haben wir schon mal. Dann hätte ich jetzt gesagt, ich nehme jetzt den. Cutter, schneide nochmal 3 ab. Dann schmeiße ich dich rein. Und ich schmeiße dich rein. So, dann haben wir schon mal den braunen. Perfekt. Vielleicht wieder der in der Zeit, wo ich das aufstelle. So, dann. Dann haben wir schon mal die gelben. Okay, dann jetzt muss ich da gucken, wo die Pflanze ist. Weiß ich, die Endo. Also, wir haben die gelbe, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Was brauchen wir für die rote? Braun und blau. Für blau brauche ich White und Cyan. Für Cyan brauche ich Melon und Schwarz. Alles klar. Überhaupt nicht verwirrend. Also das heißt, Schwarz ist dann die nächste. Neun, sechs, sieben. Das Schlimme ist ja wirklich. Na, dieses immer wieder hochzüchten. Na, aber wenn ich es jetzt nicht mache, dann habe ich eine einzelne Pflanze und dann brauche ich halt dreimal so lange, bis die nach oben gezüchtet ist. Aber wie gesagt, es geht, wie es aussieht, nicht mehr wie früher, dass man sagt, okay, ich habe eine 10, 10, 10 da, dann brauche ich drei Anläufe und dann bin ich durch. Nee, nee, geht nicht mehr. Also da muss ich schon sehr, 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 sehr viel Dusel haben, dass das passiert. Hatte ich aber noch nicht. Ich glaube, 4 war das Kleinste, was ich hatte. Und da hatte ich wirklich riesen Dusel, weil ich dann, ich glaube, beim ersten Mal fast bei jedem um 2 nach oben bin, beim zweiten bin ich dann um jeweils 1 nach oben. Ah, da war ich so bei 7. Einer war ich bei 8. Dann ist der dritte ist dann bei schon 2 bei 10 gewesen und der dritte bei 9 und beim vierten Mal war ich dann durch. Aber ja, davon kann man halt nicht ausgehen, dass das halt Standard ist. 10, 7, 9. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch ganz normal so funktioniert, wenn ich es jetzt mit 2 mache. Aber was ich gemerkt habe, wenn ich 4 dort stehen habe, da geht es auf jeden Fall schon ziemlich zügig.
Ja, das ist ja sozusagen das Aufbauen, wie man es ja eigentlich macht, wenn man auf hart spielt mit AgriCraft. So 10, 10 und irgendwas. Am besten 10, 9, 10 oder sowas. Dann habe ich in einem Durchgang alles durch. So, oder? 10, 9, 10 wäre am besten. Und falls ihr Themen vorgeschlagen habt und euch wundert, warum, dass ich noch keine Themen bei sowas jetzt gerade bespreche. Ja, momentan habe ich ja gerade am Abend ein bisschen Zeit, immer wieder aufzunehmen. Hat aber auch Nachteile, wie ihr es ja hört. Ihr hört mich immer wieder räuspern und mal husten. Dafür nochmal Entschuldigung. Aber ich habe halt leider noch eine Erkältung, die einfach nicht weg will. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann versuch's wenigstens ein bisschen was aufzunehmen. Weil das bringt uns ja dann auch weiter, ne? Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich Braun noch nicht drüben aufgestellt habe, aber wir haben schon den zweiten Bereich. Das habt ihr gesehen, ne, dass ich die Insel noch verbreitert habe. So, Braun ist vierte. Schwarz, grau, grau, braun. Ja, dass das momentan nicht wachsen will bei dem Lichtlevel, ist mir auch egal. Ich leg mich ja schon hin. Aber wie gesagt, das, was ihr zu mir sagt, ne? Mit auch Folgenlänge vom letzten Mal, beziehungsweise irgendwelche Themen. Wir haben noch genügend. Also ich mache jetzt nur Botania. Ich will die rote, ich will noch die rote und die graue haben. Das ist jetzt das, was jetzt mein Ziel ist. Und wenn ich die hab, Gott, die Kiste ist mal wieder voll. Ich habe momentan aber kein Gold da, ne? Wenn jetzt das da oben aber alles leer ist. Nein. Also der arbeitet noch. Aber wenn es jetzt aussieht, nicht ausreichend. Ja, weil wenn der nämlich dann leer ist, dann wird er nämlich nach unten verfrachtet. Das haben wir ja schon das letzte Mal gesagt. Apropos nach unten verfrachtet. Ich wollte. Was wollte ich jetzt eigentlich? Schwarzes, Blau und Magenta. Was mache ich jetzt aus Braun? Rot mache ich mit Blau. Ah, doch. Ach so, das ist Mystical Grey. Nicht schwarz. Ja. Lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ich brauche Grau, ne? Also das heißt, ich brauche jetzt Sugarcanes. Heißt, ich brauche auf jeden Fall mal Sand. Müsste ich aber noch haben. Und was brauche ich noch für Rot? Braun habe ich, Blau, Weiß habe ich, Cyan, Gray und Melon. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt Sugarcane. Der war clever. So. Und jetzt machen wir einfach mal die zweite Möglichkeit. Und jetzt weiß ich wieder, was ich unten wollte. Ha! Ja. Wenn das Hirn aussetzt. Nein, zu viele Gedanken ist nicht gut. Das spielt. Das ist. Kennt ihr das Spiel, wo die ganzen Steckchen drin sind, wo du oben die Kugel reinfällst, ne? Und unten dann schaust, wo sie rauskommt? Genau, das ist das, wenn, das ist bei mir so, wenn ich zu viele Gedanken im Kopf habe, was ich jetzt machen will. So, also ein Eiseningot, dann brauche ich davon 8. Ja, weil die Gedanken, die sozusagen an der Seite waren, die sind dann leider, fallen die halt runter. Irgendwann komme ich wieder drauf, aber ja, dann darf ich halt zweimal laufen. So, aber perfekt. Jetzt können wir nämlich noch ein bisschen mehr anpflanzen. So, ich habe jetzt da eine 556. Sugarcane, so. Grau. Aus Grau mache ich mit Weiß Light Gray. Und mit Melon Cyan. Dann hätte ich gesagt, machen wir erstmal die Melon. Könnten wir jetzt mal endlich diese Hake da bauen? Dann brauche ich die nicht immer jedes Mal rausreißen. Habe ich auch schon die ganze Zeit im Kopf, dass ich das mal mache. Jetzt habe ich dann den hier. Bin ich mal gespannt, was da für eine rauskommt. Aber wenn das jetzt trotzdem eine gute ist, ne? Dann machen wir das dann sowieso erstmal anders. Aber ich bin jetzt der Meinung, dass da höchstens eine Zweier- oder Dreier-Syren rauskommt. Ne, 4, 4, 5 ist in Ordnung. Dann haben wir Melone. So, und aus Schwarz mache ich jetzt noch was?
Ja, genau, vor allem schwarz. Ich bin. Mach grad grau. Ich schätze mal, ja, ich weiß. Ich könnte mir vorstellen, was ich brauche. Ich stelle mal eine Vermutung an, ohne nachzugucken. Ich weiß, das läuft jetzt total in die Büchs. Aber man kann es ja mal probieren. Aber ich schätze mal, wenn ich die mische, kommt das nämlich auch raus. Jawohl, Light Gray. Auch eine, was, eine 665? Okay, du kommst. Clever, Drake, clever. Vielleicht mal nächstes Mal lesen, was das ist. Das war nämlich eine weiße. Du brauchst aber Light Gray. Und ich vermute, ja, Light Gray geht nämlich auch so. 50%ige Wahrscheinlichkeit. Haben wir schon gewundert, dass die so gut ist. Jetzt habe ich Mystical Light Gray. Ja, 435. Ist egal. Hochzüchten kann ich es immer noch. Erstmal wieder alles aufräumen. So, Melonen da reinschmeißen. Die weißen Seeds weg. So, was brauche ich jetzt für Rot? Blau. Blau und Cyan. Bin ja froh, dass ich gerade das Weiße abgerissen habe. Bin jetzt gespannt, was da rauskommt. Ob überhaupt was rauskommt. Ja, endlich. So, dich packe ich mal rein, dass ich das weiß. Ich muss dich noch hochzüchten. So, sagen wir blau. Wie gesagt, 4, 4, 5 und 10, 10, 10. Wenn es jetzt halt um die, ja, 4, 5. Also sobald eine 10er dabei ist, ist das nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, das Problem wird halt sein, das wird mir jetzt langsam ausgehen, ne, dass jetzt da 10er dabei sind. So, braun und blau. Dann gehen die weg, dann habe ich hier braun. Schneide ich komplett ab. Beim ersten. Cool. So, dann habe ich die auf jeden Fall auch. Dann gehen wir mal schnell schlafen und dann baue ich mir auch jetzt gleich die Harke, weil sonst vergesse ich es wieder. Oder ich verdräng's. So, das ist Agricraft. Ja, da gibt es nämlich diese schöne Ironwood Hark. Und die kostet fast nichts. Die kostet vier Nuggets. Vier Ingots. Also, da kann ich mich totwerfen damit. Sehr schön. Die Hake ist fertig. So, dann schauen wir mal. Müssten wir eigentlich rot rauskriegen? Jawohl. Mystical Red haben wir auch.
Das heißt, ich habe jetzt braun, ich habe rot, ich habe beide, ich habe grau. Müsst ihr alle eigentlich alle haben. Du bist auch eine 454. So, also blau muss ich noch hochzüchten. Braun ist schon oben. Und ich mache jetzt mal schnell. Ja, ich und schnell, ich weiß. Zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Nee, aber das macht Sinn. Dass ich jetzt noch ein paar rote mache. Ha! Selber ausgebreitet. Perfekt. Das kann ich mir auch mal merken, das so zu machen. Ah ja. Ah, da kriegst du kein Seed raus. Hahaha, das war natürlich jetzt blöd. Und davor habe ich natürlich die anderen Dinger weggeschmissen. Nein! So, was war das jetzt nochmal? Braun und blau. Clever. Simply clever. Ich weiß jetzt halt nicht, dass die von mal in irgendeinen Zickzack gefallen sind. Aber. Hey, da ist jetzt blau rausgekommen. Ich kann mal schnell schauen, was für ein Blau rausgekommen ist. Okay, das ist mit massiv nach hinten losgegangen. Ja, da hatte ich eine bessere Route, aber ist egal. Und wir haben gelernt, nicht mit der Hake. Da kriegt man keine Seeds. Also auf jeden Fall nicht so, wie ich es gerade rausgenommen habe. So, dann lassen wir die Gießkanne da. Dich da und auch die Hake jetzt da. So, dann kommst du dahin, dahin, dahin. Dann haben wir Grau, dann haben wir das. Dann haben wir Braun und wir haben Blau. Okay. Dann, Basic Farming? Nein, das war's nicht. Mystical Flower, da sind wir zu Hause. Mana Diamanten, Mana Perle, Mana Steel. Mana Steel ist das wenigste. Mana Powder, das ist auch nicht das Problem. Die Enderperle können das Problem werden. Mal gucken. Gehen wir schnell zu meiner Falle. Vielleicht hat sich ein Enderman verirrt. Na, eine hätte ich noch. Ist noch da. Danke.
Ups, da ist immer noch einer. Hallo. Hätten wir beinahe eine mitgegeben. So als Begrüßung so. Ich mag ihn. Du da! So. Okay. Also eine Enderperle habe ich noch und aus einer Enderperle mache ich leider nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. Ja, genau. Du bist sowas von weit weg. Ein Nebulous Heart. Ja, das sehe ich halt gerade. Aber ich brauche davon bestimmt zwei. Enderman Charm Fragment. Nee, da ist eine, drei Stück. Okay. Mal hoffen, dass wir davon noch ein oder zwei da vorne liegen haben. Dann wäre das super. Ja, 15 Stück. Das ist doch klasse. Da brauche ich mir nicht mal einen Kopf machen. Dass es nicht reicht. Also, ich brauche jetzt eine Enderperle. Ich brauche ein. Ich brauche so viel. Ich brauche einen String. Habe ich hier einen String? Ich glaube, die kann ich dich nicht zerlegen? Oh, nee, aber da mache ich den Stringbaum draus. So, wir brauchen auf jeden Fall. So, Botania. Beziehungsweise, also Mana Quarz und Mana Glas. Also das ist klar, also Glas ist, habe ich oben. Dann brauche ich Mana Quarz. Das ist Nether Quarz. Habe ich da noch eins rumfliegen? Nein. Also das heißt, ich muss auf jeden Fall auch ein Quarz mitnehmen. Dann brauche ich einen String. Halt, bevor ich wieder raufrenne. Powder. Dafür brauche ich Gunpowder. So, dann brauche ich noch ein Eisen. Ich brauche noch ein Glas. Und ein Eisen. Hoffen wir mal, dass das Mana ausreicht. Also ist Glas haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes mal schnell das Quarz waschen. Brauche jetzt noch eine Perle und das Ingot. So, Quest abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt geht es dann zum Mana Storage. Dafür brauche ich Mana Tablet und ein Band of Mana. Dafür brauche ich vier Stück. Nochmal drei Ingots holen. Und Daumen drücken, dass das Mana reicht. So,
Dann machen wir uns auch gleich das. Und ich habe jetzt Band of Mana. Sehr schön. Wir haben gleich das nächste abgeschlossen. Und ich mache gleich noch was. Weil ich es gerade gesehen habe. Egal, ob ich es jetzt brauche oder nicht brauche. Aber ich baue mir jetzt noch die Schere. Mal was man hat, das hat man. Mana Steel Shear. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt dann der Runik-Altar. Was haben wir denn? Living Wood Avatar. Okay. Der ist mir neu. Den kenne ich noch gar nicht. Alchemical Catalyst. Den kenne ich schon. Schaut nur jetzt anders aus. Wenn man auch noch richtig trifft. Dafür brauche ich eine Mana-Perle, Brewing Stand. Ah, ich glaube, das könnte jetzt dran scheitern, dass ich keine. Doch, ich habe noch Molten Cores. So, dann schmeiße ich erstmal alles hier rein, was mit Mana zu tun hat. So. Die Enderperlen kommen dahin. Beziehungsweise eine nehme ich mit. Habe ich rein zufälligerweise sechs Cobblestones da? Wenn nicht, mache ich mir schnell welche. So, Mana. Mana-Glas kann ich auch noch wegräumen. So, dann habe ich zwei Brewing Stands. Dann brauche ich zwei Gold Ingots, eine Mana Perle und vier Living Rods. So, Living Rocks bei noch und hier zwei Gold. Das habe ich ja leider alles unten, aber das ist auch nicht so schlimm. Komm, renn mal. Können es uns leisten, zu rennen. Das habe ich mir wirklich durch GT komplett abgewöhnt. Also früher bin ich immer gerannt und gehüpft. Aber durch Hunger's Overhaul und diesen Live-Modus da gewöhnt man sich das ab. Aber beim Hüpfen verbraucht man ja mehr. So, Alchemical. Catalyst. Jawohl, haben wir die nächste Quest abgeschlossen. Brauche ich nochmal 5. Was brauche ich denn, um den Verteiler zu bauen? Den Mana Splitter 2 und 6. Komm, das schaffen wir jetzt doch auch noch. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was gepackt. Ja, das für die Pflanzen ist jetzt sehr viel Zeit drauf gegangen. Hoffe ich mal, dass der. Macht es immer noch. Sehr schön. Ich habe jetzt nur eins gebaut. Brauchen wir noch so schnell ein zweites?
Du kommst dahin, du kommst dahin. So, dann haben wir hier den Mana Splitter. In Ordnung. Und jetzt können wir den da nehmen. Hauen wir den da drauf. Jetzt gehen wir nochmal schnell vier unbekannte Blöcke holen. Nachdem wir jetzt geschlafen haben. Und jetzt müssten dann eigentlich hoffentlich alle drei Becken gefüllt werden. Bin mal gespannt, wann die freigeschalten werden. Ja, wie gesagt, finde ich ja lustig, dass trotzdem Botania dann damit arbeiten kann. Da wäre es besser gewesen, wenn er sie erst eingeblendet hätte, wenn man sie freischalten kann. So, und wir schauen. Jawohl, und alle drei waren gefüllt. Das heißt, wir haben unseren Umwandler und wir haben jetzt dann zwei normale und der wird irgendwann der Duplizierer. Den brauchen wir jetzt nicht so oft, darum hätte ich mir gedacht, wir können den da auch dort stehen lassen. So, und ich nehme jetzt mal die da. Dann können wir uns da wenigstens auch noch mal entlang bewegen. Perfekt. Ich brauche vier braune. Brauche Light. Okay. Brauche ich zwei Seeds. Dann brauche ich den Eimer. Und jetzt stehen die nächsten zwei Ender Flames dort. Da werde ich vielleicht dann noch mal welche bauen bis zum nächsten Mal, dass wir dann ein größeres Mana-Feld haben. Dann muss ich die da hinten hochzüchten. Aber das werde ich auch bis zum nächsten Mal schaffen. Dann werde ich die auch noch gleich aufstellen. Dass wir auch wissen, dass wir sie fertig haben. Genau. Genau. Und dann, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.